Also, das Jahr ist 1938 und in Barcelona geboren. Von katalanischer Mutter und andalusischer Vater, so eine Mischung. Meine Mutter ist Klavierlehrerin gewesen, hat aber eigentlich nie als Lehrerin gearbeitet. Es geschahen so viel Desaster in ihrem Leben, der Bürgerkrieg dann, der Weltkrieg. Mein Vater war Militärangehöriger der Flugwaffe und musste deshalb als Offizier, weil er der Republik, der Spanischen Republik, treu geblieben ist und auf Seiten der Republik gekämpft hat, während des ganzen Bürgerkrieges, musste er ins Exil. Nach 1939, als natürlich die Republik verlor und die Militärs, also Franco, den Krieg gewann. Dadurch kam es, dass mein Vater im Exil war. Und das ist natürlich eine etwas längere Geschichte. War erstmal in Konzentrationslagern, jetzt sagt man Internierungslager. Damals sagte man in Frankreich auch Konzentrationslager mit vielen Spaniern und sehr vielen Deutschen auch, Emigranten. In Frankreich, dann ist er nach Deutschland gekommen. Er hat in Deutschland gearbeitet, in einer Fabrik. Und als der Krieg zu Ende war, blieb er in der sowjetischen Zone und hat Anfang der 50er Jahre uns nach Berlin geholt. Meine Mutter, meine Schwester und mich. Das ist sozusagen der, naja, in Stichpunkten der Ablauf. Also ich bin in Barcelona zur Schule gegangen und dann mit 14 Jahren kam ich nach Berlin. 1952. In Berlin, eine schwierige Stadt. In Kurs, in zwei oder drei, in verschiedenen. Und dann hat er gearbeitet eine Zeit lang, aber er hat es schwer, wie alle Republikaner, spanischen Republikaner, hatten das damals in Frankreich sehr schwer. Und er ist so halb freiwillig und halb nicht nach Deutschland gegangen und hat dann gearbeitet beim Flugzeugbau. Das waren zuerst Baracken, und zwar nicht weit von hier. Wir sind hier ja in Schöneweide und da waren viele Baracken für diese Arbeiter. Und das Merkwürdige war, dass meine Mutter es geschafft hat, während der Kriegszeit, das waren 40, 42, 1942, hat sie es geschafft, nach Berlin zu kommen mit mir. Ich war ein kleines Kind, ich war 4 Jahre alt. Und dann waren wir 2 Jahre in Berlin. Und da hat mein Vater es geschafft, auch eine kleine Wohnung zu bekommen für uns. Und als Ende 1944, da war meine Schwester inzwischen geboren. Und als 1944 schon alles zu sehen war, wie das enden würde, sind wir zurückgekehrt, meine Mutter, meine Schwester und ich, nach Barcelona wieder. Und mein Vater blieb hier, er konnte ja nicht nach Spanien zurück. Als Offizier hätte man ihn vielleicht erschossen oder wenigstens 30 Jahre Gefängnis hätte er absitzen müssen und er blieb deshalb also in Deutschland und zwar in der russischen Zone, später dann DDR. Mein Vater blieb einfach in Deutschland und hatte natürlich die feste Hoffnung, dass Franco, genauso wie Mussolini,
einfach dann bald verschwinden würde aus Europa, aus der Welt, nicht? Ist aber nicht so gewesen. Das war sehr merkwürdig, dass die Geschichte sich ganz anders entwickelt hat, als man erwartet hatte. Und dadurch, aus dieser Hoffnung, in 1, 2 Jahren zurück nach Spanien zu kommen, sind es für meinen Vater 45 Jahre geworden. Ja, das war 1952. Das ist das Thema, worüber wir jetzt reden, nicht? Also die Stadt. Da habe ich eine Stadt kennengelernt, die mich sehr berührt hat und vielleicht auch geprägt hat für den Rest meines Lebens. Das war eine Erfahrung, die für ein Mädchen, ich war ja noch also an der Grenze zwischen Kindheit und Erwachsenwerden, sowieso ein schwieriges Alter. Und Berlin mit einer Bevölkerung, die das Gefühl hatte, gedemütigt und besiegt worden zu sein, die immer noch, ja, im Geiste der Hitlerzeit lebte. Ich will ja nicht sagen alle, aber sehr viele. Und eine fremde Sprache, ich konnte kein Deutsch, ein fremdes Klima, eine Stadt, die sehr viel Ruinen hatte, zerstört. Das Klima vor allem war für mich sehr schwierig. Diese Dunkelheit, dieses Grau. Ich erinnere diese Zeit als dunkel und grau. Ja, später hat man mir, wenn Freunde aus Spanien, aus also Barcelona, mich besuchten, in Berlin, Hauptstadt der DDR, haben sie mir immer gesagt, das ist alles so grau, so grau. Ich empfand das nicht so. Dann, also in den 70er, 80er Jahren, darüber habe ich eigentlich gelacht. Sie meinten, also mehrere haben mir gesagt, jetzt sieht Berlin so immer noch so aus wie Barcelona nach dem Bürgerkrieg. Das empfand ich nicht so. Ich habe natürlich Barcelona nach dem Bürgerkrieg in Jahren erlebt, wo man schon wieder ein ganz normales Leben hatte. Die Stadt hatte ich, als ich 1952 nach Berlin kam, hatte ich die Stadt, also Barcelona, als eine wunderbare Stadt voller Licht in Erinnerung, voller Licht, voller Leben, voller Flanierstraßen, wunderbare Architektur. Und da war der Kontrast natürlich zu Berlin besonders hart, würde ich sagen, ja. Mein Vater hat ein sehr kompliziertes Leben geführt. Beruflich hat er zunächst natürlich aufgehört, bei dem Flugzeugbau zu arbeiten. Zuerst hat er sogar auf dem schwarzen Markt gestanden und Geschäfte oder gemacht oder was verkaufte. Und zwar am Potsdamer Platz. So viel hat er immer erzählt. Das war eine etwas gefährliche Situation, illegal und so weiter. Aber mit der Zeit hat er natürlich Kontakt aufgenommen mit anderen Genossen oder spanische Exilierte, die hier in Berlin waren. Und außerdem vor allem mit zurückgekehrten deutschen ehemaligen Emigranten. Und da unter anderem also Ernst Busch zum Beispiel. Und vor allem aber Kraus, Professor Werner Kraus, ein Romanist, ein wunderbarer Mensch,
das Institut für Romanik in Leipzig leitete, und der natürlich meinem Vater dann die Möglichkeit gab, dort Spanisch zu unterrichten. Und dann auch hier in der Humboldt-Universität. Also Spanisch, also mehr als Konversation. Und es fehlten natürlich Fachkräfte in den Universitäten, in den Hochschulen, weil nach dem Krieg sind die meisten nach West-Berlin oder nach Westdeutschland gegangen. Erst einmal hat mein Vater, als wir nach Berlin kamen, meine Schwester, meine Mutter und ich, hat er gesagt, ich soll arbeiten. Mein Vater hatte nicht nur unterrichtet, sondern er hatte eine Buchhandlung und Bibliothek, was beides. Die Straße, die Bersarinstraße hieß, und wie heißt sie jetzt? Also im Friedrichshain, ja? Im Friedrichshain, ja. Und die Buchhandlung war kein Geschäft, aber mein Vater liebte Bücher sehr. Und er hat gleichzeitig eine ziemlich große Menge von Büchern gehabt, die er von irgendwo hergeholt hatte. Und das war gleichzeitig eine Leihbibliothek. Und das waren Bücher, die für die Friedrichshainer Bevölkerung, vor allem für die Damen dort, sehr interessant waren. Und da hat mein Vater mich dahingesetzt in diesem Laden. Und da habe ich 3 Jahre Bücher ausgeliehen. Verkaufen taten wir fast gar nichts. Wir hatten zum Verkauf sowjetische Literatur auf Deutsch. Und da war sehr selten jemand da und hat das gekauft. Und ich meine, das hat natürlich die Kosten des Geschäfts nicht, also des Ladens nicht gedeckt, das Verkaufen. Das Verleihen eigentlich auch nicht, weil jedes Büchlein 20 Pfennig oder 30 Pfennig die Woche kostete. Trotzdem war das eine Arbeit, also eine Buchhandlung, an die mein Vater sehr hing. Und ich habe dort 3 Jahre die Bücher verliehen und gleichzeitig Deutsch gelernt. Das war nicht einfach, weil ich war in der Schule in Barcelona nicht in Grammatik eine besonders brillante Schülerin und fleißige Schülerin gewesen. Und dort in diesem Laden, der übrigens unerhört dunkel war, dort habe ich einfach die Grammatik begreifen müssen und die Worte, die Vokabeln pauken müssen. Ich war 14, 15, 16, 17. In diesem Alter begreift man schon, entweder ich schaffe es jetzt, hier Fuß zu fassen, oder ich gehe unter. Ne? Das Gefühl hatte ich schon. Und ja, ich habe Deutsch gelernt, genug gelernt in den 3 Jahren, sodass ich wollte das Abitur machen. Und es gab die Arbeiter- und Bauernfakultät. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das war. Eine spezielle Fakultät für etwas ältere, junge Leute, die nicht in der Oberschule das gemacht hatten und die das jetzt machen wollten. Und da habe ich mich beworben und habe auch dort mein Abitur gemacht, 3 Jahre. Und da wusste ich aber schon, dass ich dann an die Hochschule in Weißensee, dass ich mich bewerben wollte und dass ich Malerei oder Grafik studieren wollte. Und so ist es dann weitergegangen. Ich hatte in Barcelona eine ganz besondere, eine ganz spezielle, sehr gute Schule. Und da hat man meine Neigung schon entdeckt und vielleicht auch ein bisschen die Begabung. Jedenfalls unsere Klassenlehrerin hat mich immer sehr ermutigt und ja, da hatte ich mir das vorgenommen. Ich hatte mich ja gefreut, nach Deutschland zu kommen, zum Vater zu kommen, weil ich ja, dachte, in Spanien hätte meine Mutter kein Studium mehr bezahlen können und ich dachte, na, dort werde ich vielleicht doch studieren können.
Ich wollte Malerei studieren, aber ich hatte natürlich nichts vorzuweisen. Ich hatte ja nur in der Buchhandlung gearbeitet und ich hatte zu Hause keine Ecke, wo ich hätte malen können. Und ich habe nur Zeichnungen gehabt und habe auch trotzdem die Zeichnungen, die bei der Aufnahmeprüfung, die ich da vorlegte, die haben genügt und die Professoren haben gesagt, ich bin angenommen, aber sie haben dringend geraten, Grafik zu studieren und nicht Malerei. Sie meinten, dass das Intime, das Literarische sei meine Begabung. Die Buchillustration ist auch, das sagen wir es anders, die Grafik für Literatur ist für mich auch einige Jahre sehr wichtig gewesen. Ich habe Grafik studiert. Ich habe später bereut, dass ich nicht doch mich durchgesetzt habe oder wenigstens nach ein, zwei Jahren rüber gewechselt bin zur Malerei, weil ich dann in der Malerei praktisch autodidaktisch angefangen habe zu arbeiten. Allerdings als Meisterschülerin in der Akademie der Künste. Das war eine großartige Chance. 3 Jahre hatte ich ein sehr gutes Stipendium, ein sehr gutes Atelier, mein allererstes Atelier. Da konnte ich zum ersten Mal anfangen zu malen. Naja, ich habe nicht gesagt, dass es einen Konflikt gab zwischen meinem Vater und mir. Er war nicht so einverstanden damit, dass ich weiter studieren wollte. Er verdiente tatsächlich nicht sehr viel als Lehrer. Er war ja nicht Professor. Er war Lehrer nur an der Universität und im Institut in Leipzig und hatte natürlich eine vierköpfige Familie zu ernähren. Und er hatte mir gesagt, dass so geht es nicht. Du musst arbeiten und du bist hier, du nutzt die Familie aus und so weiter. Ich habe das übel genommen und bin weggegangen von der Wohnung meiner Eltern, habe mir ein Zimmer gemietet. Als ich wusste, dass ich in Weißensee angenommen bin, Werner Klemke hat mir das damals gesagt in der Kommission der Professoren. Das war natürlich für mich schon von Anfang an prägend. Und ja, da wusste ich auch, es wird ein Stipendium geben. In der ABF hatte ich auch ein Stipendium. Aber natürlich war das nicht viel Geld. Das waren 190 Mark, DDR-Mark. Und das Zimmer, was ich vermietete, hat schon 50 gekostet. Mit dem Rest musste ich Farben, Studienmaterial, Bücher kaufen. Das war schon etwas knapp, aber es war zum Leben, es war zum Überleben. Und ich war dadurch vollkommen unabhängig und ja, war außerhalb meiner Familie, war allerdings sehr einsam, weil ohne Familie, ich war in Spanien völlig umgeben von Familie gewesen, von vielen Cousins und Tanten und Onkels. Und plötzlich in Deutschland eben nicht einmal die Eltern mehr, auch nicht mehr die Schwester, noch keine Freunde. Es war auch schon der Anfang ein bisschen schwierig. Ja, das ist natürlich nicht das Thema der Stadt, über das wir eigentlich sprechen wollten, aber indirekt doch. Denn in dieser Zeit ist Berlin für mich heimisch geworden. Heimisch und gleichzeitig verstärkte ist es das Heimweh. Es ist das Heimweh nach Barcelona, war sehr stark. Barcelona und alles, was die Kindheit gewesen war, natürlich. Das ist das, ich würde es fast so ausdrücken, ich bin aus meiner Kindheit exiliert. Nicht aus einem Land,
Das war mir nie so sehr wichtig, Spanien oder Katalonien. Ja, natürlich, das ist eine Kultur, aber die hatte ich ja noch zu entdecken. An sich war das Barcelona und die Kindheit. Und dann war das langsame, sehr, sehr langsame Heimischwerden in dieser anderen Welt, in dieser anderen Gesellschaft natürlich, die vollkommen widersprach allem, was ich in Spanien, wie ich in Spanien erzogen worden war. Ja, sehen Sie, gut, also ich war staatenlos. Ich war staatenlos, weil wir ja mit falschen Dokumenten ausgereist waren, meine Mutter, meine Schwester und ich. Und ich hatte nur eine Aufenthaltserlaubnis, also meine Mutter auch, eine Aufenthaltserlaubnis in der DDR. Und war aber nicht DDR-Bürgerin. Nur Aufenthaltserlaubnis, die jedes Jahr, eigentlich 30 Jahre, jedes Jahr verlängert worden ist. Und ich hätte jederzeit weggehen können. Ich konnte jederzeit beantragen und nach West-Berlin gehen. Es war umständlich, ich musste zur Polizei und sehr viel unterschreiben, aber es war möglich, ich konnte nach West-Berlin gehen. Für mich war das nicht so ein Abschließen, aber für meine Familie, also für meinen Mann und für meine Tochter inzwischen, war ja schon 1961 ist unsere Tochter geboren, im Mai. Und ja, im August war dann die Mauer da. Und wir hatten die erste Wohnung, eine sehr kleine Wohnung, aber wir haben eine Wohnung bekommen. Und wir haben geheiratet. Und ja, natürlich für meinen Mann war das besonders hart. Unsere Tochter ist aufgewachsen in einem eingeschlossenen Berlin. Und für mich war natürlich auch die Trauer, nicht? Dass vieles ja schon eine Enttäuschung geworden war. Gleichzeitig aber hatte ich wirklich direkt erlebt, was es bedeutete, West-Berlin und Ost-Berlin offen. Also selbst Freunde meines Vaters kamen zu uns. Und jetzt auf ganz primitive Weise. Der eine besondere Freund kam immer zu uns und mit meinem Ausweis sind wir zum Fleischer runtergegangen und da hat er kiloweise Fleisch und Wurst gekauft und hat er mitgenommen. Es ist kein reicher Mann gewesen, es war ein Kubaner. Aber ich fand das nicht so richtig. Wir konnten uns nicht so viel leisten, aber er hat es. Weil für ihn mit Westgeld war das geschenkt. Auch mit als Kommilitonen oder bekannte Kinder von Freunden, die studiert hatten, die haben bis zum Ende studiert, Medizin oder was auch immer. Und dann sind sie sofort, sie hatten bis dahin ein Stipendium, mussten nicht dafür für die Karriere nicht bezahlen. Und dann sind sie sofort rübergegangen. Das empfand ich als untreu. Und insofern habe ich gedacht, na, es ist vielleicht eine Chance, eine Möglichkeit. Es ist ja irre. Wie kann man den Menschen einschließen? Aber vielleicht ist es eine Chance, jetzt hier etwas wirklich auszubauen. Dass diese Chance ist nicht genutzt worden. Es war immer wieder eine Hoffnung und immer wieder eben ein Zusammenbruch in der ganzen DDR-Geschichte. Das ist eine Grunderfahrung für mich gewesen, die ich in Spanien von Mutter und Großmutter sehr katholisch erzogen worden war und dann in den Jahren der Pubertät Zweifel bekam an diesem Glauben, aber die Ethik der christlichen Religion fand ich dadurch, dass ich in der ABF natürlich auch Marxismus, Leninismus
da etwas lernen musste da, das hat mich überzeugt. Ich fand, dass das hatte Gemeinsamkeiten. Das eine entwickelte sich aus dem anderen. Und das war ein Moment der Hoffnung. Ich dachte, ich lebe jetzt in einem Land, das große Überraschungen, große Veränderungen, vielleicht historische Veränderungen schaffen wird. Es war eine Täuschung, aber es war auch das ein Erlebnis. Ich meine, insofern war mein Leben nicht langweilig. Das glaube ich. Und das hab ich meinem Vater zu verdanken, ne? Wäre ich in Spanien geblieben, hätte ich vielleicht ja, einen Beruf gelernt, hätte vielleicht geheiratet, dann hätte ich Kinder gehabt und wäre zu Hause geblieben, wie das ich so gehörte für meine Generation. Es war schon damals, noch damals sehr schwierig, für eine Frau selbstständig zu werden. Ich habe die eine oder andere ehemalige Mitschülerin später nochmal getroffen. Und da habe ich mir gedacht, so hätte es wohl werden können, mein Leben. Ich bin anders, ja. Ich hätte vielleicht dagegen angehen wollen. Aber das hätte vielleicht bedeutet, dass ich keine Kinder oder überhaupt keine Ehe geführt hätte. Oder was weiß ich, man weiß das nicht. Aber so wie es hier war, die Möglichkeit zu studieren und dann anerkannt zu werden, das hätte ich nicht so gehabt, ja. Zum Beispiel hat es meine Mutter auch mir immer gesagt, dass ihr Drama, ihre Tragik, ihr zerstörtes Leben ist aber für mich, sie war das Opfer dessen, was sie selber entschieden hatte eigentlich. Das war ihr Entschluss, nicht meiner, hierher zu kommen nach Deutschland. Aber sie fand, dass sie eigentlich mir das ganze Glück ermöglicht hat. Es war nicht nur Glück, es waren auch manchmal sehr schwierige Jahre. Aber in ihren Augen war das ein großes Glück, was ich hatte. Und vor allem beruflich. So. Sie hatte sich mit ihrem Beruf nicht realisieren können. Mir ist es fast so aufs Tablett gegeben, serviert worden, weil ich hatte das Stipendium als Meisterschülerin und da habe ich angefangen zu malen. Autodidaktisch. Und das war das erste Mal danach, als es zu Ende war, habe ich mein erstes Bild vorgestellt. Und das war Anfang der 70er Jahre, in einem Augenblick, in dem die Politik, die Kulturpolitik der DDR eine kleine Wende erlebte. Kurze Zeit nur, aber auch die Schriftsteller, aber alle Künstler und Intellektuellen haben einen Moment der Hoffnung gehabt, wie das immer wieder kam. Und ich hatte das Glück, dass ich ausgesprochen in diesem Augenblick mit einem ungewöhnlichen Bild da war für die Dresdner Kunstausstellung und damit war mein Name bekannt. Und sind eben solche Zufälle, nicht? Glückssachen. Das Thema Exil war der Anfang. Ein Porträt. Ich kannte die spanischen Exilianten in Dresden. Das war eine ganze Kolonie. Und die meisten waren 20 Jahre oder 19 oder 21 Jahre in spanischen Gefängnissen gewesen. Und deshalb ja auch dann von der Kommunistischen Partei ins Ausland geschickt worden, als sie die Zeit abgesessen hatten. Man hätte sie vielleicht wieder bei jeder Kleinigkeit wieder ins Gefängnis gebracht. Und ja, diese Gruppe von Menschen hat mich sehr beeindruckt. Ihr Drama hat mich sehr berührt, weil sie hatten als junge Menschen gekämpft für eine Republik, die dann verlor. Dann hatten sie im Gefängnis ihre Jugend verbracht
Und dann lebten sie im Ausland, getrennt von allem, was in Spanien geschah. Es gab ja auch einen Widerstand schon in Spanien, aber das war eine ganz andere Generation. Das waren die Jungen, die dort, die Studenten, die 20, 30, 40-Jährigen, sie waren ja schon 60, 70 Jahre alt. Also eigentlich das Leben schon verlebt und das war tragisch. Und die meisten, die zurückkehren konnten irgendwann, sind eigentlich nur zurückgekehrt, um zu sterben. Sie sind dann sehr, da vertrugen sie auch wieder das andere in Spanien nicht. Wie auch meine Mutter, wenn ich immer mit ihr hinfuhr nach Barcelona, hat sie dort ihre Jugend gesucht. Es war immer schrecklich, mit ihr dahin zu fahren, weil sie nicht verstand, dass alles anders war. Dass Spanien war nicht das, was man sich so vorstellte, hier eine Diktatur, wo alle Menschen so unterdrückt werden. Es gab ein Niveau, ein soziales Niveau, das sehr hoch war und auch eine gewisse Freiheit. Natürlich nicht für die, die im Gefängnis waren. Es gab bis zum Schluss Hinrichtungen und Folter, aber die Mehrheit erlebte das nicht. Unsere ganze Verwandtschaft ist sozial gestiegen, sie sind im Mittelstand gewesen und ich verstand nicht, warum wir das alles nicht gut finden wollten. Also ich war natürlich, ich konnte nicht zurückkehren, ich hatte ja die Familie dann hier. Aber an sich wäre ich doch am liebsten wieder nach Spanien zurück, nach Barcelona zurückgekehrt. Das ist wie eine Krankheit gewesen, dieses Heimweh, dieses Entwurzeltsein. Das ist dann aber irgendwann überwindet man das. Ich denke aber absolut erst die zweite und dritte Generation ist integriert. Das ist jetzt ein sehr aktuelles Problem, nicht? Das sich integrieren, das ist sehr, sehr schwierig. Und ich bin überzeugt, das kann die erste Generation nie so ganz und gar. Wer hier geboren wurde, das ist was anderes. Von ausländischen, also sagen wir türkischen Eltern oder was auch immer. Das ist was anderes, wenn man in diesem Land schon geboren wurde. Aber wer die Kindheit erlebt hat, die Kindheit ist wirklich so prägend, dass man ja darüber dann nicht mehr hinwegkommt. Das war ein Auftrag und das war eigentlich der erste Auftrag, der erste und fast der letzte. Dann habe ich nur 10 Jahre später noch einen Auftrag für Malerei. Also bei Grafik hatte ich öfters Aufträge und habe davon auch gut leben können. Malerei habe ich nur gemalt, was ich für mich malen wollte. Aber dieses Porträt war ein Auftrag. Und Sie wissen ja, das Glühlampenwerk, das Berliner Glühlampenwerk, machte das immer so, sozusagen allen Porträts derjenigen Arbeiter und Arbeiterinnen, die diese Ehrung bekamen, Held der Arbeit in Gold. Und als Anerkennung und in Erinnerung daran wurden die porträtiert, jedes Mal von einem anderen Maler. Das war mein erster Auftrag und ich empfand das als eine sehr interessante Sache, weil Porträt hat mich schon immer sehr gereizt. Und vor allem, weil es ist eine Frau, sie lebt ja noch, und die sehr, sehr interessant aussah, dessen Persönlichkeit mich auch sofort überzeugte. Obwohl es zwischen uns beiden, dann sehr gelesen haben, ein bisschen schwierig am Anfang war, sehr, sehr verständlich. Ich habe verstanden, dass sie sehr hart arbeitete und dass sie vielleicht meinen konnte, für mich war das sehr leicht einfach. Ja, der Auftrag wurde sehr gut bezahlt und das war nicht so eine anstrengende Arbeit wie ihre. Sie arbeitete in Schichten, manchmal Nachtschicht, hatte ein Kind und alles nicht einfach.
Und ja, das war ein bisschen eine Reibung, aber ich denke, am Ende haben wir uns doch verstanden, weil sie auch zu den Bildern stand. Die Frage war auch, was ist Schönheit, nicht? Wie sehen wir einen Menschen? Wann sagen wir, das ist ein schöner Mensch? Sie sieht schön aus. Ich fand das, dass sie sehr schön und sehr, sehr, ja, anziehend wirkte, obwohl sie ein bisschen ruppig war. Oder gerade deshalb, durch dieses Selbstbewusstsein. Nicht? Ja, das war für mich eine wichtige Erfahrung. Aber solche Aufträge habe ich nie wieder angenommen. Ich habe erst den zweiten Auftrag angenommen, als es ein großartiger war. Es ging um Musik und da habe ich meine erste Stadtlandschaft. Jetzt kommen wir wieder auf das Thema. Meine erste Stadtlandschaft gemalt. Es ging für das Gewandhaus in Leipzig. Es ging um Musik. Aber Leipzig und Eisler, das war für mich schon irgendwie ein Zusammenhang. Und für mich eigentlich auch wieder die Rückkehr zum Thema Exil. Was ich nicht geglaubt hätte, ich dachte mit dem Bild, die 30 Jahre Exil, dieses Porträt der Spanier, hätte ich das Thema abgeschlossen, hat sich aber nicht so ergeben. Es kam immer wieder. Es kam immer wieder innerhalb meines Werkes. Und ja, es ist eben doch das Entscheidende in meinem Leben gewesen. Ein Exil, das ich nicht selbst gewollt hatte, aber das ich akzeptiert habe. Also wirklich ein völlig unerwarteter Augenblick, weil das hing in Dresden im prominenten Saal. Also, und das war mein allererstes Bild. Das Bild hinter Ihnen ist eine Vorstudie dazu. Es hat natürlich auch viel Ärger gegeben mit diesem Gruppenporträt, weil es ja fast monochrom ist, schwarz-weiß. Und das war eine Zeit, wo man sowas Schwarzes nicht, bis dahin nicht toleriert hatte. Und plötzlich, ja, eigentlich ganz naiv, ich hatte nicht provozieren wollen. Ich habe einfach nur das gemalt, was ich erlebt hatte mit diesen, mein Mann ist Filmregisseur, Dokumentarfilmregisseur und hatte einen Film über diese Spanier gemacht und ich war mit in Dresden gewesen und habe sie alle erlebt. Und da musste ich dieses Thema so malen. Es ist einfach so geworden, so würde ich das ausdrücken. Und dann habe ich selbst auch ein bisschen einen Schreck bekommen, was ich da gemacht habe. Was ist das für ein Bild, nicht? Also es ist, wenn man malt, wenn ich male, ist es nicht immer nur mental vorgezeichnet. Ich weiß genau, was ich malen will, ich habe eine Vorstellung, aber ich denke, das Intuitive ist auch sehr stark dabei. Und in diesem Bild war das ja so stark, bei diesem Bild war das so stark, dass es fast naiv war, die Haltung. Das war ja auch das erste Ölbild, das ich überhaupt ausstellte. Ja, das war für mich der Durchbruch. Ja. Ich hatte nie Deutschland als zwei Teile akzeptiert, muss ich sagen. Und gleichzeitig war auch ein Schmerz. Es war ein Schmerz. Es kamen mir die Tränen, weil ich dachte, jede Hoffnung, etwas anderes zu machen, ist wirklich für immer, jedenfalls für unsere Generationen, für mich und wahrscheinlich für die meiner Kinder, ist verloren. Ich hatte gedacht, man könnte etwas anders machen, gerechter. Und es hat sich ja tatsächlich nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Welt die kapitalistische Welt nicht zum Besseren entwickelt, sondern eher zum Schlechteren, zum Gefährlicheren. Das ist eine Tatsache. Aber
Aber die sozialistische, die kommunistische Welt hatte offensichtlich keine Chance. Das ist auch eine Tatsache, eine erstaunliche Erfahrung. Ja. Also es war ambivalent. Ja. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, und dass die Mauer endlich weg. Und außerdem, ja, Deutschland ist eine Einheit für mich immer gewesen. Konnte ich gar nicht anders akzeptieren, und habe sogar manchmal mit Freunden darüber gestritten. Selbst intellektuelle Menschen, die ich angesprochen habe, das ist doch, Deutschland ist doch eine Nation, und wurde mir immer widersprochen, auch von Menschen, die wirklich sehr eigenständig dachten, also nicht etwa was wiederholten, was man ihnen auferzwungen hatte.